Erinnern wir uns an Stand, der befasst sich mit dem Thema Handys und Krieg, beziehungsweise den Krieg in Kongo. Und die Frage ist, was hat unser Handy mit Kriegen in der Welt zu tun, Kriegen in Kongo? Und ich muss euch leider sagen, mehr als wir wahrhaben wollen. Also wenn man schon einen Ort hat, wo es immer ein gutes Essen gibt, dann sollte man da auch ab und zu mal wieder essen. Deshalb bin ich wieder hier. Und glaubt mir, es tut mir leid, dass die Audioaufnahmen richtig schlecht sind. Ich brauche ein Mikro. Das nächste Mal wird es besser. Aber jetzt viel Spaß beim Essen. Also, ich habe Spaß beim Essen. Also, Butter bei die Fische. Ich habe mir noch einmal dieselbe Portion bestellt. Weil ich habe vorher eigentlich gesagt, bitte mehr. Jetzt wurde gerade gelacht. Und dann wurde gemeint, soll es ein bisschen mehr sein? Ich so, ja, jetzt esse ich mal eine zweite Portion. Aber mit Stäbchen. Ob ich das schaffe? Ich bin gerade auf dem Platz der Mädchen und hinter mir sind die Marburger Mädchen. Und die Marburger Mädchen sind ziemlich cool, weil die haben so coole Giveaways, ganz lieb, ganz nett, die man gegen Spende nehmen kann und dann verteilen kann. Ich habe zum Beispiel die Basisbibel jetzt mal eingesteckt. Nur super, wenn man hier ganz kurz, ganz klein erklärt. Kann man immer dabei haben, aber natürlich habe ich was gespendet. Und auch sonst haben die sehr, sehr schöne Karten. Wir sind jetzt beim Zoo, beim Messegelände und hier gibt's... Hallo Freunde, es tut mir leid, aber wir sind natürlich nicht an der Messe, sondern wir sind nur am Zoo. Das muss ich mal richtig stellen. Die Messe ist ganz woanders. Deshalb Zoo Leipzig besuchen, sich freuen und wohl und gut fühlen. Okay, weiter geht's. Ein Theaterstück über Muslime, Juden, Christen und sonst was. Und ich fand das ziemlich gut und anscheinend fand es auch viele Leute gut, denn da ist die Schlange. Ein Erfolgserlebnis. Denn dort stehen die Leute für die Gala an. Wir wollen nicht auf die Gala, wir wollen zum Theater. Und das Theater ist da. Eingang Nord, Fragen hilft. Hallo. Hallo. Ja. Wo ist die Schlange zum Anstehen? Die gibt es noch nicht, jetzt ist halt zu früh. So, ich bin gerade hier beim Schneiden, da ist mein Schnittprogramm und wir sind gerade auf dem Weg nach Lüneburg. Und das Interessante ist, wir haben gerade mitbekommen, jetzt war nicht die Ersten im Zug, sondern hier war schon jemand im Zug. Und zwar sieht man das daran. Da, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, doch, da ist ein richtig schöner Matschfleck. Total ekelhaft. Ist wirklich ekelhaft. Also ich glaube, Schweiß und Hafer. Da hat jemand sehr, sehr geschwitzt. Aber egal, weiter jetzt. Wo sind wir gerade? Beim Weg zum Theaterstück. Ey, wir kriegen noch Plätze. Ich werde nicht mehr. Guck mal, da ist ein Pfeil. Das ist super. Wir müssen nach oben, weil die Treppe geht hoch. Maler sein. Hallo, gerade alles 10 mehr. Wir haben es geschafft. Und es ist immer noch keine Schlange. Ein Event ohne Schlange. Das geht gar nicht. Ich bin, ich kann es nur Plätze wählen. Ich nehme den Platz. Warum? Weil ich es kann. Ihr wisst, ich war gerade beim Theater und jetzt habe ich gerade die Freude, Elke Schuster vorzustellen. Und das ist sozusagen die Schreiberin des Stückes. Naja, nein, ich habe dramaturgisch mitgearbeitet. Wenn ich richtig schön geschrieben hatte, er hat den Text Selma Fries und ich habe die Regie gemacht. Es ist trotzdem genug Aufwand auf alle Fälle. Und warum die Ehrlichkeit zum Stück, warum dieses Stück, warum so fünf verschiedene Charaktere zusammenwürfeln und dann auch die Ehrlichkeit und Präsenz der Themen?
Also wir haben natürlich diese fünf Figuren, die stehen ja jeweils für eine Weltsicht. Ne? Wir haben also eine Christin, wir haben jetzt eine Pastorin, eine evangelische Pastorin genommen, aber wir denken auch ökumenisch. Wir haben eine Muslima, einen Juden und einen Marxisten. Also den wollten wir nicht außen vor lassen, weil das für uns mit dazugehört, zu diesen Weltsicht. Und wir wollten die fünfmal so aneinander reiben lassen. Und was uns wichtig war, dass wir das nicht, also die wachen zwar auf im postmodernen Niemandsland, aber sie werden in die bittere Realität dieser Welt geschickt und sollen sich darüber auseinandersetzen. Also nicht über abstrakte Theologien, Theorien, sondern die werden konfrontiert mit den Realitäten dieser Welt, an den Brennpunkten. Das ist ja ein Ding. Ach was, der Kapitalist entdeckt sein Herz, gibt den Sozialdemokraten und macht sich daran, den Richter durch die Welt gehen, ein bisschen zu verkleistern. Teuflisch, ja, nicht auszuschließen. Und wir, was glauben Sie, was ist unsere Aufgabe dabei? Wir sollen den Grüße ausspielen. Das sind doch eine Schucke, Entschuldigung, die ganze Verschwörungstheorie. Ihr werdet sehen. Wenn wir dort unten nur ein kleines bisschen was bewirken können. Als man sehr mitkommt, dann bleibe ich hier. Ach ja? Naja, Herr Schulz, nach allem, was Sie so öffentlich von sich gegeben haben, muss man schon sagen, Sie sind islamophob. Was soll denn das jetzt? Rückte Johannes, also es sind fünf verschiedene Weltsichten und jeder wird mit seiner eigenen Weltsicht konfrontiert. Ja. Und jeder sagt ja eigentlich, komm, meine Weltsicht ist eigentlich gut, am Ende so. Ich stehe zwar immer noch dahinter, aber was damit passiert, ist ja schon ganz schön, wow, das geht mir nahe. Das dreht eigentlich die Welt sich ein bisschen um. Das ist verrückt. Naja, also wie gemacht für diesen Anlass hier, ne? Auf Karls Geheiß wurde ihnen einer nach dem anderen der Kopf abgeschlagen. Allen 4500. Karl, der Leuchtturm Europas, ist dann nach Hause geritten und hat das Weihnachtsfest gefeiert. Geschichte ist die Wissenschaft vom Unglück der Menschen. Mit dieser Truppe durch Afrika, das ist auch so ein Unglück. Naja, also wir haben versucht, sozusagen, es fängt ja an mit einem totalen Dissens. Also die sind ja nur sich am Behagen. Und eigentlich kommen die dann auch schon durch diese Schule der Realität dazu, dass man doch in jedem dass sie zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner führen. Also in der Szene, wo man sagt, okay, also Mohammed, Allah hat gesagt, wenn der Mensch sein eigenes Verschlossen ändert, wenn er nicht gleich auch und sie sagt, auch die Christen lassen, sind nicht dazu da, die Welt hier drinnen zu lassen. Oder wenn das Marx-Zitat kommt, also das ist für mich so die Szene, zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner finden, nämlich das, was diese Welt sich doch eigentlich verbindet, nämlich, dass man die Welt nicht ihrem Elend einfach überlässt und dass man sich darauf doch bitteschön einigen können sollte, gerade angesichts der so brisanten Probleme, dass wir keine Zeit haben, uns da irgendwie zu zerfleischen, sondern dass wir irgendwie zusammenarbeiten sollten. Und aus jeder Religion oder Weltanschauung das Beste. Der zur Anbetung des einzigen Gottes geführt hat, Mohammed. Und sowas habe ich noch nie von Christen gehört. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüfet alles, das Gute behaltet. Allah, der von uns Juden Elohim genannt wird. Und den wir Christen mit Gott und Vater anreden. Der Leben gibt und der den Wert und die Zerbrechlichkeit jedes Lebens kennt. Segne du alle Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland und bewahre sie vor weiterem Leid. Und segne auch die Juden in aller Welt und schenke der Regierung in Israel die Einsicht, dass sie den Weg zum Frieden findet und den Israelis, dass sie den Palästinensern ihre Geschwister erkennen. Aber wir sind in Tournee. Und wenn man sehen will, wo wir überall spielen, dann geht man am besten auf unsere Homepage. Das ist www.berlinerkompanie.de.
wisst ihr, was für ein Ensemble, wer wer ist und macht unseren Hintergrund, den wir alle mitbringen. Also da kann man sich ein bisschen über uns schauen machen. Ich lasse mal auf euch unten verlinken, einfach irgendwie anklicken, anschauen und sich freuen. Ein Blutbad unter den Dorfbewohnern angerichtet! Die Christen haben keine Schonung verdient! Die Moslems haben angefangen! Sie wollen die Scharia, ganz Nigeria! Sie sollen sterben! Die Christen haben angefangen! Unsere Moschee haben sie niedergebrannt! Die Saudis bauen in die Moschee! Erst in Nigeria, dann in ganz Afrika! Christen dürfen keine Kirchen bauen! Sie führen einen Kreuzzug gegen den Islam, gegen uns Muslime, gegen Allah, dürfen wir sie vernichten! Sie haben angefangen, wir verteidigen uns, mehr Milch, Vergeltung, Feuer, dürfen wir sie vernichten! Das Blutvergießen geht weiter. Dieser ganze religiöse Fanatismus hatte politische und wirtschaftliche Ursachen. Aber für die Bevölkerung sind die Verursacher ihres Elends nicht greifbar, also findet man Sündenböcke. Zum Beispiel den Andersgläubigen. Teile und herrsche. Wo große Armut herrscht, werden Seelenfischer reich. Immerhin, der Glaube macht den Leuten das Leben erträglicher. Ja, gut. Schnaps, Opium, Religion. Dieser Beitrag meiner heimischen Geflügelindustrie zur Armutsbekämpfung in Afrika. Billiges Händelfleisch für die Ärmsten. Wir meinen unser Geschäft die Chinesen überlassen. Dumpingpreise durch Exportsubventionen der EU. Es gibt beim Hühnerfleischexport keine EU-Exportsubventionen. Das ist der Wort. Der Export ist einfach billiger als die Entsorgung, du gestickter Hund. Und das ist echtes Huhn aus deutschen Landen. Das ist kein als Pferdehack getarntes Schweinefleisch. Das ist ein Huhn. Kann jeder essen, ob Moslem oder Christ, Madame. Wie sind mit Erna? Können Sie sich heutzutage noch ein ganzes Huhn leisten? Grüß die Bettel. Nein, Ivo, schon lange nicht mehr. Hab's dir es gehört? Ich hab so gut wie kein Geld mehr. Letztes Jahr sind meine Tomaten auf dem Feld verrottet. Hier in der Stadt kauft keiner mehr Tomaten. Das Tomatenmark aus Italien ist viel billiger. Pass auf, Zwetschka. Für 60 Cent kriegst du von mir ein ganzes Kilo Huhn. Jetzt auch ein halbes? Ich hab bloß 30 Cent. Da hast du das, weil du spielst. Und du, Bauer Nackel, stehst da und sagst nichts. Ach, der hat gar kein Geld mehr. Bis vor einem halben Jahr hat er Hühner verkauft. Er war der letzte Hühnerzüchter in der Gegend. Der Größte. Am Ende musste auch er aufgeben. Und mein, dann packe ich alles, was an den Weg gekommen ist, wieder in die Tiefkühltruhe. Er will sich umbringen. Ja, das sagt er so. Wir sind doch nicht in Indien. Der will sich ins Meer stürzen. Guter Mann, warum wollen Sie sich umbringen? Wartens! Der kann seine Familie nicht mehr ernähren. Ja, dann nimmst du eine andere Arbeit an. Er hat keinen Mut mehr. Die Suppe ist zu dünn. Herr Acevedo, Ihr WTO liegt mit Ihren Ständen. Die Suppe ist zu dünn. Die Entwicklungsländer. Was sind die Selbstmordattentäter gegen die finanziellen Massenvernichtungswaffen der Banken? Was ist eine Bombe gegen eine Fälschung? WTO ist der Mittel der westlichen Großkonzerne. Das sind nur ihre real existierende Werte. Ey, ihr Spekulanten, Hedgefondsmanager und andere Verbrecher, habt ihr keine Angst vor dem nächsten Gericht? Die Reichen und Mächtigen haben so auch nicht zugehört. So viel ist noch zu tun und so wenig gelingt. Naja, ihr habt einiges gelernt, immerhin. Ja, ja, gut. Und werdet weiter lernen. Was? Nein, 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 nein.